festgestellt, dass es gewisse Engstellen gibt. Das war auch immer schon bekannt, dass die Wendlinger Kurve, dass die Rohrkurve und die eingleisige Einschleusung am Flughafen, war unter Experten immer schon die Diskussion, dass es kritische Engstellen sind. Aber alle, und das ist das Wichtige dabei, alle diese Engstellen haben alle die Option, sie zweigleisig auszubauen. Aber sie haben immer die Frage, wenn sie ein neues System machen, wünschenswert ist natürlich vieles, am liebsten hätte ich alles sozusagen auf dem perfekten, optimalen Stand ausgebaut. Man muss immer ein bisschen natürlich auch rechnen, was kann man sich alles leisten. Ich habe an verschiedenen Stellen gesagt, nee, wir nehmen dann mal in die Planung vorerst sozusagen die schmalere Lösung rein. Und dann war das sehr gut, dass dieses Gutachten von der Nahverkehrsgesellschaft dann auch, bevor es dann wirklich gebaut wird, Neuschwan am Flughafen oder mal im Planfeststellungsverfahren gemacht wurde. Und da wurde Engstelle festgestellt, das war dann gerade diese Zwischenpräsentation. Nachdem diese, muss man sagen, geklaute Präsentation oder unkennbar zugespielte Präsentation öffentlich wurde, in der Zwischenzeit war das, ist die Untersuchung aber weitergelaufen. Und bis zum heutigen Stand hat die SMA das Projekt weiter untersucht und hat dann zwei Tage, nachdem diese Präsentation rauskam, auch eine 10-seitige Presseerklärung rausgegeben. Die kam auf der Homepage der SMA nach, natürlich auf dem Umwelt- und Verkehrsministerium drauf, wo ganz klar drinsteht, dass diese Konfliktpunkte durch eine entsprechend kluge Fahrplankonfiguration größtenteils entschärft werden konnte. Ein ganz wichtiger Punkt war, dass sie die Empfehlung gegeben haben, die zweigleisige Anbindung am Flughafen jetzt bereits zu realisieren, nicht nur eingleisig zu machen. Da bin ich als Verkehrsplaner auch sehr froh drüber. Das ist bei der Bahn auch im Lenkungsgleis mittlerweile eingespeist und wird gerade geprüft und wird höchstwahrscheinlich eben jetzt auch so realisiert. Also der größte Engpass, den die festgestellt haben, der wird jetzt ausgebaut. Die andere haben sie festgestellt, sind durch die entsprechende Fahrplankonfiguration so weit in den Griff zu kriegen. Und sie haben auch ganz klar in ihrer Stellungnahme gesagt, die Leistungsfähigkeit des Bahnhofs, des neuen achtgleisigen Durchgangsbahnhofs, war in keiner von ihren Untersuchungen in Frage gestellt. Er hat sich also nirgendwo als limitierender Faktor herausgestellt. Und das ist eigentlich auch so ein Punkt, was mich immer unheimlich ärgert, ist sozusagen diese aus dem Zusammenhang gerissene Präsentation immer als Wohnzeuge herangezogen, dass der Bahnhof nichts taugt. Aber die eigentliche Stellungnahme des Gutachters, die er sozusagen die selber dann zwei Jahre später macht und sagt, Moment mal, das Ergebnis ist zwei Jahre alt und haben mittlerweile weiter untersucht und neue Möglichkeiten untersucht, wie man es machen kann, sagt ganz klar, es stellt, wenn man so und so macht und das fliegt jetzt in die Planung ein, dann funktioniert das sehr wohl und dann ist es ein sehr gutes System. Das wird natürlich alles nicht so richtig veröffentlicht, beziehungsweise man hat dann sozusagen von der Projektgegnerseite dieses Gutachten genommen und oder diese Stellungnahme genommen und immer sozusagen zwischen den Zeilen was reinsteht. Und das heißt, man hat sozusagen gesagt, ja, die SMA schreibt das auf politischen Druck, aber in Wirklichkeit will sie uns damit sagen und hat dann selber das, was man eigentlich meint, reinschreibt. Also, sei nicht böse, aber das ist eine Art und Weise, wie, also wenn ich eine Pressemitteilung rausgebe oder jemand anders wird sich anmaßen, was ich mit meinen Worten zwischen den Zeilen sagen will und das dann quasi einschreibe. Ja, also ich gehe mal auch ziemlich stark davon aus und ich hoffe es nur sehr, dass die SMA jetzt auch bei diesen Schlichtungssprechen irgendwo selber zum Wort kommt und das dann auch darstellen kann. Aber das ist einer der größten, muss wirklich sagen, Nebelkerzen, die da gezündet werden. Und das ist eigentlich das Ärgerliche dran. Da werden Behauptungen aufgestellt, die hat man irgendwo hergriffen. Und dann werden die ganzen Sachen widerlegt. Sie werden von den Leuten selber, von den Experten klarstellen, nein, das ist nicht so. Das wird dann aber, das kommt dann nirgendwo mehr. Das bringt dann auch in die Medien kaum mehr durch. Und das, obwohl es längst widerlegt ist, wird es dann gebetsmühlenhaft auf jeder Montagsdemo immer wieder wiederholt, bis es ein, ja, also, das ist ein bisschen. Ja, bis es ein. Frau Heinrich, mein Name ist Uli Gess, hat gerne eine Frage an Sie. Sie vertreten drei verschiedene hier, die andere drei verschiedene Bahnen. Ich glaube, dass im Vorfeld viele Fehler gemacht wurden von der Bahn und von der SPD, von der Straßenbahngesellschaft, weil die Hausaufgaben in Sachen Öffentlichkeitsarbeit überhaupt nicht gemacht wurden. Das hat man politisch laufen lassen, hat sich nicht drum kümmert, Politik wird sich drum kümmern. Und das Schlimme für mich ist heute, dass sie es bis heute nicht tun, keinen Versuch machen aufzuklären. Wenn die selbe Kerze gezündet ist, versucht man was hinterher zu schieben, hat sowieso kein Gehör, wir wissen, wo die Presse steht, und deshalb kommen solche Eskalationen nämlich permanent zustande. Ich meine, es wäre mindestens an der Zeit, dass die Befürworter, die das betreiben in der Zukunft,
jetzt an die Öffentlichkeit gehen und eine Roadshow machen und rausfahren und nicht die Leute, die in dieser Veranstaltung hier selber sicher Informationen holen müssen, um festzustellen, um was es eigentlich geht. Der Bahn den SCP kann in die Öffentlichkeitsarbeit der Bahn machen. Ich meine, man muss fairerweise selber über einen gewissen Zeitraum, gerade ab 2007, wo das Projekt wieder Fahrt aufgenommen hat, würde man sagen, bis vor einem starken Jahr war da wirklich ein sehr großes Informationsdefizit. Das war wirklich sehr ärgerlich, wenn man selber die Zeitung gelesen hat und immer wieder neue Vorwürfe kamen und dann einfach die Journalisten schreiben mussten, von der Bahn war keine Stellungnahme zu erhalten. Ich finde, man muss auch fairerweise sagen, was der Wolfgang Drexler in der ganzen Zeit, in einem Jahr, wo er sich wirklich abgearbeitet hat an dem Thema, muss man wirklich Hochachtung vor dem Mann haben, der hat sich wirklich unheimlich reingekniet und bemüht. Aber sie stehen irgendwann einmal dann, ich hätte mir auch einfach auch mehr Kampagne und mehr Sachen gewünscht. Also bin ich absolut einig mit Ihnen. Man muss aber auch sich das mal anschauen, wenn man das beobachtet hat, Wie man dringt einfach zum Teil immer durch. Ne? Es wird sozusagen, man wiederholt die Argumente von S21, guten Argumente immer wieder. Ich meine, ich kann nicht jeden Tag neue gute Argumente für das Projekt erfinden. Ne? Also, aber häufig ist dann, wenn man die wiederholt, dann steht halt, man wiederholte die altbekannten Argumente. Ne? Und man muss quasi jeden Tag irgendeine neue fixe Idee auf den Hut saugen, dann bin ich wieder in den Medien drin. Und das ist wirklich sehr ehrlich, aber ich bin absolut mit Ihnen einig und ich hoffe auch schwer. Es sind ja jetzt quasi zwei Nachfolger vom Herrn Drexler dran. Ich glaube auch eine neue Agentur, dass da wirklich einfach noch definitiv mehr läuft. Aber man muss auch vor allem, Herr Bachhoff hat es auch gesagt, es ist auch ein Stück weit, muss man sagen, auch eine Wohlschuld. Ne? Also wer gegen das Projekt auf die Straße geht und Woche für Woche zur Montagsgebung geht, aber noch nicht ein einziges Mal Zeit gefunden hat, in den Turm zu gehen und sich einmal dort nicht nur die Ausstellung anzuschauen, sondern vielleicht auch Stundenzeit zu nehmen und dort Führung mitzumachen. Die haben nämlich sehr, sehr gute Führer dort auch, die euch das Ganze erklären. Man sagt, also der hat irgendwo auch, ist es dann nicht fair, ne, wenn man sich so einsetzt. Ja, mich würde interessieren, wie die Gleisanbindung eigentlich an K21 geschehen soll. Das ist mir überhaupt nicht klar. Ich kenne das Neckartal da unten, ist total zugebaut. Wie soll dies eigentlich die Gleise durchs Neckartal gehen? Da habe ich keine Antwort mehr von Gegnern gehört und irgendwo eine gelesen. Also ich denke, da wird wahrscheinlich niemand eine Antwort wissen. Der Kollege von mir, Assistent von unserem Vorstand, hat da wirklich für die Vorträge in der Habe, der unser Vorstand, der Ihnen das auch umtrieben hat als ÖV- und Schienenverkehrsplaner, wie das eigentlich funktionieren soll. Es ist wirklich sehr schwierig. Wir haben uns schon mal 3 Stunden lang mit den Leuten vom VCD, die das Konzept ausgearbeitet haben, zusammengesetzt und haben versucht, dem nachzuspüren. Wir sind trotzdem nicht schlau, oder immer. Wo ich jetzt sage, ja, und was ist hier, da ist doch das Werk Mettinger vom Daimler, da geht es doch nicht. Und hier geht es von der Höhenlage, funktioniert nicht. Wenn er hier durchfahrt, dann fahrt er durch das Containerterminal vom Stuttgarter Hafen durch, dann steigt er den Rest ab. Und es ist einfach immer wechselt irgendwo in der Höhe. Momentan haben sie irgendeine Trasse wieder, aber wie gesagt, dann kommt dazu, mittlerweile liest man, die Schnellfahrstrecke nach Ulm, die will man ja eigentlich auch nicht mehr, weil die taugt auch nichts, außerdem wird sie viel zu teuer. Letzte, was ich gelesen habe, war, dass man eigentlich sagen, wieder zurückgehen will auf die Vilstal-Strecke. Das ist ja glücklicherweise über die 80er Jahre gefischt worden in Vilstal. Nochmal zusätzlich gleich mit Lärmschutzsenken und allem drum und dran. Das letzte, was jetzt letzte vier Kostengutachten, was es jetzt gab von den Grünen im Auftrag, wo sie wieder geschätzt haben, dass die Strecke nach Ulm 3- bis 4-fache kostet oder weiß nicht, was sie für Zahlen bin. Da war dann jetzt letzte eigentlich, naja, eigentlich wird es reicher, wenn man die bestehende Trasse unter Geisinger Steige ein bisschen was in die Kurve macht und dann neigetechnisch. Ja, also ich weiß, die Fahrer der Berlin ja auch, aber ja, wenn man zum Thema neigetechnisch mit dem Bahnhof, glaube ich, nicht. Also, jede Woche neue Sau.